Ich will keine Direktnachricht an Wallner schicken. Mann. Egal. Mach ich. Dann jetzt dann an wann anders oder so. Keine Ahnung. Weil ich würde auch mal sowas machen, wenn ihr aktiv oder wenn ich wirklich mehr Leute habe, so gesehen, die bei sowas aktiv sind oder so, dann könnt ihr mir auch gerne Sachen schreiben. Ihr könntet mir auch eventuell erklären, wie ich vom Handy dann hier das anschauen kann. Da bin ich jetzt noch nicht so der Master darin, wie man es merkt. Ich bin ja auch nicht so gerade so der Handy-Typ, muss ich sagen. GG, gut gespielt. Weil ich habe hier lange kein Handy gehabt. Aufwachen. Ich will kämpfen. Tut mir leid, wenn sich das gerade etwas hinzieht, aber wir wissen, wie ich das mache. Aktivität. Also ich kann gerade wirklich nicht die Tweets von euch nachschauen, wenn ihr mir was getweetet habt oder so. Ich habe keine Ahnung. Ja, jetzt habe ich immer meine Tweets. Ich habe 5 Follower und 531 Tweets. Wow. Leg mein Handy jetzt zur Seite mal. Weil wir wollen jetzt mit Fragezeichen reden. Ihr seht, wie die allgegenwärtige Kraft der Natur den Tempel durchströmt und seine Wunden heilt. Fragezeichen. Nun bin ich wieder bereit, den Waldtempel zu beschützen. Quest dann. Fragezeichen. Danke. Dann los jetzt. Schwarz Marathon. 2 XP. Spieleentwickler. Saulo, Level 15. Oh, gegen die Spieleentwicklerbande. Oh. 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 Alter. Wie ich bin, ich weiß nicht, wie das angehört hat. Zum Glück wohne ich in der Wohnung. Würde ich das da machen, dann würden die Leute wahrscheinlich rumragen oder so. 5 wilde Gestalten treten an euch heran und fragen: Spielermickerbande, was macht ihr hier? Verzieht euch, alles unser Platz! Alter, ist das nicht so, als würde ich gerade richtig hart kacken müssen. Entschuldigung! Wenn nicht gehen, das hier ist der Waldtempel und ihr seht mir nicht gerade wie seine Hüter aus. Aha, was macht ihr hier? Spieleentwicklerbande. Wir sind wegen der Artefakte hier. Wir werden uns holen. Wir werden sie uns holen und dann werden wir zu anderen Welten reisen. Oh yeah. Nein, werdet ihr nicht. Angriff! Oh yeah, jetzt machen wir die Spieleentwicklerbande platt. Mach die Spieleentwickler putt. Ich mach den Magier erstmal weg. Alter, wie gut ist der? Und dann macht er gleich sein Dings an. War klar irgendwo, dass er hier sein Gottesschild anmacht oder so. Und der Magier ist down. Das ist doch schon mal was. Und nur noch der Schlag. Dann nochmal der Unterzaun der Bestie, der kommt auf den Druiden.
Also der wird jetzt ganz bestimmt sterben. Ja. Die sind keine Herausforderung, die sind Level 15. Hallo, ihr seid Level 15. Ihr müsst doch irgendwas können. Soll ich nicht... Wobei, ich habe hier die OP-Klasse schlechthin. Den Ritter. Die haben den ollen Paladin. Den ich eigentlich nicht mag. Ich finde ihn irgendwo unnötig. Weil der hat hier keinen Angriff, mit dem er sich so gesehen hier sein Gottesschild auch selbst hinhaut. Ja. Alter. Wie heilt er sich denn bitte? Mit 60 Leben. Ich hoffe mal, sein Bubble ist bald weg. Oh ja, nicht nenn's Bubble, weil ich bin das so von hier WoW gewöhnt. Weil die anderen hier immer Bubble dazu sagen. Boah, ich hasse das, wenn bei diesem Gottesschild da der... Wenn es so Gegner hat und die einfach der Schaden um 50% reduziert wird. Es kann sich nur noch um Jahre handeln. Ja! Oh yeah, Victory! 63 Gold! Spielentwickler waren. Okay, ihr habt gewonnen. Also beschützt ihr wohl die Artefakte, was? Ja, ganz recht. Wir beschützen unsere und eure Welt vor der realen, Welt. Spielentwickler waren. Interessant. Entschuldigt bitte, wir werden nicht mehr eure Wege kreuzen. Wenn ihr wollt, würden wir uns euch sogar anschließen. Wir können jede Hilfe brauchen, aber kommt uns nicht in die Quere. Quest done. Ihr habt unsere Schöpfer geschlagen und ich gebe den einen Ring. Wow. Cool. Oh mein Gott! Was ist das? Ich glaube, das ist dieser Spieltyrann oder so, wie ich da vorhin gelesen habe. Oh, und der macht hier Bluten. Er sieht hier wie so ein, schon wie so ein Tyrann aus. Oder wie so ein ausgeschnittenes Herz. Oder so ähnlich. Victory. Fähigkeitspunkte. Feuerball. Feuerball OP. Spalten. Gegenschlag. Ja, nächtigen. Aufwachen. Kämpfen. Ach, Quest. Burg Abendlicht. Reist an einen bestimmten Ort. Nachdem euch der Hüter des Waldtempels über das Geschehene berichtet hatte und euch diese Spielentwicklerbande über den Weg gelaufen waren, spürtet ihr den Drang, dem König davon zu berichten. Vielleicht möchte er mehr darüber hören, wie diese Geschichten miteinander verbunden sind. Beeilt euch! Auf nach Burg Abendlicht, oder? Ja, Abendlicht. Ja! Hü-hot, Pferdchen, hü-hot! Ja, ich bin im Burg Abendlicht. Ich glaube, ich würde dem Pizzaboten wirklich mal den einen Ring geben. Weil 15 TP, 13 Magie. Oder ich könnte den Krieger geben. Regeneriert
Ja, geben wir ihm mal. Geben wir mal den. Kriege den einen Ring. Der Rote kriegt den hier. Und die hier. Weil der Nerd, der kriegt auch noch das hier. Und er kriegt den Goblin 10 Nagel. Und es geht auch erst ab Level 16. Aber ich will erst. Ich will auch noch so ein großes glühendes Amulett kaufen noch. Einfach weil es cool ist. Und da ist die Breakdance-Oma. Als ihr euch dem Burgtor nähert, steht der König schon oben auf dem Turm, als ob er auf euch gewartet hätte. König, öffnet das Tor! Ihr wartet, bis sich das Tor geöffnet hat. Dann geht ihr ins Burginnere und zum Königsgemach. Herr König, wir haben Neuigkeiten. Oh, geht es um den Hüter und diese Spielentwicklerbande? Diese Neuigkeiten habe ich schon erfahren. Heute erreichte mich eine Krähe mit einer Nachricht vom Waldtempel. Mann, sind die Viecher etwa so schnell wie E-Mail oder SMS? Neuigkeiten verbreiten sich in der wie der Wind. Ich beherrsche die Krähen, darum sind sie so schnell. Ich fasse das als Kompliment auf. Ich habe mit eurer Ankunft gerechnet und deshalb auf dem Turm gewartet. Ihr müsst einen Freund für mich zum auswegslosen Sumpf eskortieren. Dort muss er Nachforschung über das Ritual des Magiers anstellen und bessere Leibwächter als euch könnte er gar nicht haben. Ihr lasst den König in seinem Gemach zurück und kommt erneut zum Tor. Ihr überprüft all eure Taschen. Der Freund des Königs, dessen Name ihr noch nicht kennt, ist ebenfalls aufbruchbereit. Ups, wie heißt du eigentlich? Entschuldigung, ich hätte früher fragen sollen. Dexter. Ich heiße Dexter. Danke der Nachfrage. Sie nimmt mich an Zombie hier mit seinem Monokel. Lass uns weitergehen, Dexter. Auf falsche Stimme. Ich will aber erstmal noch einkaufen. Einkaufen. What? Also, dann reisen wir mal zum auswegslosen Sumpf. Und da ist der auswegslose Sumpf ist das beste Gebiet, um Gold zu farmen, ja. Die Truppen werden angegriffen, Dexter muss beschützt werden. Was? Habe ich gerade die Truppen gesagt? Ich meine die Gruppe. Wow, 71 EP und ein Gold. Ein Gold. Oh ja. Ja, ist da hinten eigentlich. Bergtempel, Inseltempel. Chromatisches Nest. Schwarz, Blau, Grün, Rot und Weiß. Das sind die Farben, die den Tod bedeuten können. Okay. Schon wieder ein Kampf. Gefahr. Ich muss Dexter beschützen. Ich muss Dexter, der hier mich an Zombie erinnert, beschützen. Dexter, was los mit dir? Also Dexter. Sterben so richtig behindert mit so einem richtig behinderten Ton. Nein, du kannst keine Freunde einladen. Boah, jetzt muss ich mir die Augen reiben, wie war ich ja vorhin gespannt. Noch bevor ich hier aufgenommen habe. Versteht sich? So, dass da hinten angreifen. Thank you.
Der mag ja wohl meinen Magier nicht, ja? Oh, 32 Schaden. Das hält er nicht, nicht so einfach weg. Da muss ich ihm schon... Oh, bei. Zirkel der Heilung. Ab. Hier, 45 Gold dafür, dass ich den Kampf gemacht habe. Ihr erreicht den aussichtslosen Sumpf. Der Geruch an diesem Ort schlägt euch auf den Magen. Der Nebel ist so dicht, dass man ihn fast greifen kann. Selbst am Tag ist es hier dunkel. Es gefällt euch hier überhaupt nicht. Das Sumpfwasser sieht derart dick aus, dass euch sofort klar ist, dass hier irgendwas nicht stimmt. Oh, schön fast wie zu Hause. Ich liebe diesen Ort. Danke, dass ihr mich hierher gebracht habt. Und vergesst nicht, später wiederzukommen. Bis dahin werde ich meine Arbeiten erledigt haben. Habe ich Arbeiten gelesen, statt Arbeit. Dexter, ihr sollt in einigen Tagen zurückkehren. Vielleicht habe ich dann meine Arbeit vollendet und wir haben mehr Gesprächsstoff. In der Zwischenzeit könnt ihr mich am Strand von Mai... im Wasser finden. Lol. Strand von... What? Von Miami. Okay. Ich will kämpfen. Dann machen wir Beute zu Ektoplasma. Dexter. Hey, könntet ihr etwas Ektoplasma für mich sammeln? Die Monster im Sumpf lassen manchmal etwas davon fallen. Ekelhaft, aber wir versuchen's. Kämpfen. Wählt euer Schicksal. Irgendwo bekommt mir das sehr bekannt vor, dieses Wählt euer Schicksal. Du